Die Luft war erfüllt von Erwartungen, als das Team von Fluch von Oak Island in der Premiere der 11. Staffel mit unnachgiebigem Engagement ihre aktuelle Mission begann. Machen Sie sich auf den Weg, die Geheimnisse zu entdecken, die unter der Oberfläche der Insel verborgen sind. In einer unerwarteten Wendung wurden Ihre Bemühungen fast sofort belohnt. Mit der Entdeckung eines Haufens vergrabenen Reichtums, der das gesamte Team erschütterte. Ihre Intuition, die über Jahre der Jagd auf das Unerreichbare entwickelt wurde, blieb nicht unbemerkt. Der harte Piepton des Metalldetektors durchbrach bald die Stille und brachte das erste mysteriöse Stück Geschichte zum Vorschein. Mit seinen alten und verwitterten Merkmalen. Diese alte Münze deutete auf eine römische Verbindung hin, ähnlich einer halben römischen Münze, die in der gleichen Gegend kaum ein Jahr zuvor gefunden wurde. Nur 30 Meter von diesem neu entdeckten Geheimnis entfernt befand sich eine halbrömische Münze mit dem unverkennbaren Stempel einer Zivilisation, die ihre Spuren hinterlassen hatte. Zwischen 300 vor Christus und 600 nach Christus. Die Hinweise auf eine verborgene Geschichte begannen aufzutauchen, wie ein komplexes Puzzle, das zusammengesetzt wird. Das dynamische Team hat dann eine weitere Münze enthüllt und die Einsätze verbessert. Marty Lagina und Craig Tester wurden aufgefordert, sich der sich entwickelnden Geschichte anzuschließen. Bald hatten sie zwei weitere seltsame Münzen in ihren Händen. Relikte aus einer früheren Zeit. Mit gemischten Gefühlen wandte sich das Trio an die Experten, die Archäologen von Oak Island, um die Herkunft und Bedeutung ihrer neu entdeckten Schätze zu bestimmen. Nur wenige Augenblicke, bevor sie ihre Suchoperationen wegen der bevorstehenden Ankunft des Winters einstellen mussten, Rick Marty und der Metalldetektionsexperte Gary Drone entdeckten nicht eisenhaltige oder wertvolle Metallziele unterhalb des Gartenschachts. Sobald neue Lizenzen erworben wurden, kehrte Dumas zurück, um das Loch um 20 Fuß zu vertiefen, mit der Möglichkeit, seitliche Tunnel zu bauen, je nachdem, was unten entdeckt wurde. In den letzten zwei Jahren, Geowissenschaftler Dr. Ian Spooner und seine Kollegen, einschließlich des Hydrogeologen Dr. Fred Michael, haben Wasserproben aus zahlreichen Bohrlöchern analysiert, die Rick, Marty, Craig und ihre unglaublichen Teams haben gegraben. Diese Tests haben Hinweise auf Gold, Silber und andere Metalle in Tiefen zwischen 80 und 120 Fuß ergeben. Der Bobby Blob, der sich mehrere Fuß westlich des Gartenschachts befindet, hat die höchste Konzentration in einer Zone. Das Team hat auch einen mutmaßlichen Tunnel in einer Tiefe von 95 Fuß entdeckt, der fast genau unter dem Gartenschacht zu verlaufen scheint. Während sie auf die Rückkehr von Dumi warteten, um den Gartenschacht zu vertiefen, setzte das Team ihr strategisches Kernbohrprogramm in der umliegenden Gegend fort. Rick, Marty und das Team werden genau wissen, wo Tunnel vom Boden des Gartens aus verlängert werden können. Dies ermöglicht es ihnen, das Rätsel von Oak Island zu lösen, obwohl die Suche nach dem berühmten Schatzgewölbe im Bereich des Geldlochs weitergeht. Archäologe Lan Nibben und seine Kollegen halfen der Crew, einige bemerkenswerte Entdeckungen in anderen Teilen der Insel zu machen. Los 26 war eines davon, und die Mannschaft erforschte eine Steinmauer, die älter als 5 Jahrhunderte sein könnte, sowie ein portugiesisches Design neben dem Stein. Andererseits hat Jack Beckley bei einem ungewöhnlichen, nicht figurativen Ziel während der Suche nach der römischen Münze mit Rick gut abgeschnitten. Aber was haben sie dieses Mal gefunden? Ein Bleitauschtoken, die wahrscheinlich vor mehreren Jahrhunderten als Währung genutzt wurde. Es war nicht aus Gold oder Silber gemacht, aber lassen Sie uns noch eine Sache betonen. Bleigegenstände, die auf Oak Island gefunden wurden, haben sich gelegentlich als die wichtigsten Hinweise zur Lösung des Rätsels herausgestellt. Emma Colligan, eine Archimedalurgistin, untersuchte das Token und kam zu einigen sehr interessanten Schlussfolgerungen über seine möglichen Ursprünge. Der Lord Fynth Token passte perfekt zur Bleikreuz aus dem 14. Jahrhundert. Dies deutet darauf hin, dass beide aus dem südlichen Frankreich stammen, wo die Tempelritter bis ins frühe 13. Jahrhundert noch dominant waren. Es ist interessant zu bemerken, dass das Blei in der Scheibe und das Blei im Bleikreuz fast genau übereinstimmen. Der Fund des Kreuzes ist ein weiterer extrem wichtiger Gegenstand, der die Templer mit diesem Gebiet verbinden könnte. Danach wird alles andere an seinen Platz fallen. Rick Marty und Craig haben sich mit dem Metalldetektorexperten Gary Drayton auf Lot 5 nahe dem Zentrum von Oak Island zusammengetan, um nach frischen Hinweisen in der Nähe des Ortes zu suchen, an dem zuvor 4 antike Münzen entdeckt wurden. Rick und sein Team waren erst kürzlich bei Lot 5 angekommen, aber sie hatten bereits eine Reihe spektakulärer Entdeckungen gemacht, darunter Werkzeuge und eine Musketenkugel, die möglicherweise aus dem 16. Jahrhundert stammt. Trotzdem entdeckten sie eine handgeschmiedete Halbmünze, womöglich die älteste, die jemals auf Oak Island geschaffen wurde. Gary Drayton hat von dem Archäologen Laird Niven die Erlaubnis erhalten, eine Reihe von Metallzielen auszugraben, die er zuvor identifiziert hatte. Ein weiteres mögliches historisches Werkzeug wurde entdeckt. Ist es möglich, dass Gary und Rick zusätzliche Beweise gefunden haben, die darauf hindeuten, dass Menschen vor der Entdeckung der Geldgrube auf Lot 5 gearbeitet haben?
wenn das der Fall war. Wer war es? Was machten sie überhaupt mitten auf Oak Island? Die Ideologen Laird Niven und Helen Sheldon zusammen mit Craig Tester haben sich uns angeschlossen. Rick, Marty und Gary Drayton auf Grundstück 5 befindet sich auf der westlichen Seite von Oak Island, um eine Reihe von potenziell bedeutenden Entdeckungen zu begutachten. Sie haben jedoch Sandy Campbell, einen Münzspezialisten, kontaktiert, um alles über die entdeckten Münzen zu erklären. Rick, Marty und Craig Tester begleiteten Numismatiker Sandy Campbell zum Interpretationszentrum, um mit Gary Drayton und Laird Niven zu sprechen. Mit seinen 40 Jahren Erfahrung untersuchte Sandy die seltenen und antiquierten Münzen. Die Crew hoffte, er könnte herausfinden, woher die vier geheimnisvollen Münzen kamen, die früher im November 2023 auf Lot 5 gefunden wurden. Die zweite Münze, die auf Lot 5 gefunden wurde, hat sich als mehr als 1000 Jahre alt und römischen Ursprungs erwiesen. Die Frage ist jetzt, wann wurden sie zu Oak Island gebracht und wer hat sie dorthin gebracht? Sandy wurde die dritte Münze zur Identifikation gegeben. Die erste entdeckte Münze war eine englische Münze, die zweite eine spanische Münze, die dritte eine indische Münze und die vierte eine chinesische Münze. Jetzt, wer hat all diese seltsamen und unzusammenhängenden Münzen gesammelt? Die fünfte Münze wurde anschließend offensichtlich als römisches Design identifiziert, was darauf hinweist, dass es sich um eine römische Münze handelt. Es beschreibt ein männliches Porträt mit einem spitzen Kinn und einer größeren Nase. Doch auf der Rückseite zeigt es zwei verbundene Personen. Es ist die älteste Münze, die je auf Oak Island entdeckt wurde, weil sie wahrscheinlich aus vor Christus stammt. Was bedeutet, dass sie über 2000 Jahre alt ist. Unterdessen erweitert sich das Rätsel. Drei römische Münzen wurden auf Oak Island entdeckt. Wenn es einen antiken Schatz gibt, könnte er alte Gegenstände enthalten, einschließlich einer Komponente von römischen Münzen. Im Jahr 2016 teilte Zena Halpem dem Team eine behauptete 14. Jahrhundert-Karte von Oak Island mit, die sie glaubte von Mitgliedern des Ritterordens der Tempelritter gezeichnet wurde, sowie eine zweite angebliche Templerkarte von Nova Scotia, die bis ins 12. Jahrhundert zurückreicht. Seitdem. Rick, Marty und andere Teammitglieder haben mehrere Orte in Europa besucht, die als Festungen für die Tempelritter zwischen dem 12. und 16. Jahrhundert dienten, vor allem in England und Italien, die beide ursprünglich Teil des Römischen Reiches waren. Und sie haben Skulpturen und Strukturen gesehen, die mit denen vergleichbar sind, die auf Oak Island an jedem dieser Orte gefunden wurden. Könnte Rick Lagina mit seiner Behauptung recht haben, dass die antiken römischen Münzen auf Lot 5 entdeckt wurden? Und deuten die merkwürdigen Gebäude, die überall auf der Insel entdeckt wurden, darauf hin, dass Xena Halpem die wahre Quelle des Oak Island-Rätsels gefunden hat?